Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Murdered Soul Suspect. Und beim Umherlaufen hier ist mir noch was aufgefallen. Wir können scheinbar, wenn er einmal hier durch ist, doch in ihn rein. Also gucken wir mal, was auf der anderen Seite ist. Das interessiert mich nämlich dann doch ziemlich dolle. Hier können wir nicht raus, aber wenn wir dann drüben sind, bestimmt ist da irgendein Geheimnis. Ja, weil es ist echt, also das Speichern klappt hier nicht besonders gut, muss ich ja echt mal sagen. Huch. Was? Ach, hier geht's weiter. Ach so. Muss dort oben sein. Kätzchen! Finde einen Weg auf den Dachboden. Oh, verflixt, dann müssten wir uns ja eigentlich doch erst... Da, finde die Katze? Okay. Mein primäres Ziel ist natürlich, die Katze zu finden. Was haben wir denn hier hinten noch? Ja, aber die Sachen muss ich dann doch nochmal neu aufdecken, ne? Das ist schon ein bisschen blöd, aber nun gut. Was soll's. So, hier können wir jemanden enthüllen. Nach oben? Ach so, okay, mehr nicht. Hier kommen wir leider nicht entlang, okay. Oh, Hilfe. Oh, wir können von der Katze Besitz ergreifen. Was haben wir hier noch so? Nichts Interessantes scheinbar. Ich hätte ja gern noch mehr Segen gefunden, aber wir müssten eigentlich echt da ja noch hoch, ne? Ich verpasse gerne nichts. Ah, da kommen wir bestimmt mit der Katze lang. Ja, nur die reguläre Wartung. Die Teile sind groß genug, dass kleine Tiere durchlaufen können. Also müssen wir sicherstellen, dass keins der Viecher darin eingesperrt ist. Ich wette, er hätte meinen Jungen gerne spielen sehen. Hä? Es ist nicht meine Schuld, dass mein Sohn super ist. Dass mein Sohn super ist? Ich wette, er hätte meinen Jungen gerne spielen sehen. Okay, ich weiß gar nicht, von wem er redet. Ich höre nicht zu. Voll lustig. Hält er mal die Klappe? Voll angenervt. Und was denkt der hier so? Die erwarten exzellentes Essen unter diesen Bedingungen? In meiner Küche wäre das nicht passiert. Okay. Lustige Gedanken, die hier so haben. Ah, sehr schön. Noch eine Säge. Dann will ich aber unbedingt da noch hoch an den einen Ort. So. Und gesammelt. Wunderbar. Oh, da hinten. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Okay, Sekunde mal. Kann ich mich auch direkt von Versteck zu Versteck bewegen? Ja, ne? Das nennen Sie puritanisch. Da ist Plastik drin. Glauben Sie, es gab Plastik, als die Puritaner damals an Land gingen? Ich hätte nicht gedacht, dass es so akkurat sein muss. Nein, ich warte mal. Gar nicht nachgedacht. Ich werde mich annähern, wenn er sich umdreht in die andere Richtung. Ich gehe mal noch eins weiter. Oh, die Musik wird so hektisch. Es ist ein Ausdruck des Stolzes. Sind Sie denn gar nicht... Nein! Nein, nein, nein! Eieiei. Oh, Verflex, Hilfe! Nein, stirb mich nicht! Oh, er hat mich getötet. Das war ja nicht so gut. Das lief nicht gut. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Vielleicht haben wir ja dann die Chance, da hochzugehen. Mensch, ich hätte gleich drücken sollen, ne? Eine Sekunde lang hatte ich die Möglichkeit, ihn anzugreifen. Nicht gut gemacht. Was soll's. Vielleicht tauchen wir jetzt in der Kirche auf, das wäre gar nicht so schlecht. Nee, okay, wir tauchen hier auf, aber wir gehen nochmal rüber. Nein, ich will nochmal rein. So, ich will noch kurz sehen, was da oben ist. Weil vielleicht können wir dann die Geschichte vervollständigen. Hä? Oh, ich dachte, der geht jetzt nicht mehr ganz rüber. Das wäre ja doof gewesen. So, hier haben wir alles eingesammelt. Dann würde ich doch ganz gerne noch da hoch, genau. Und dann wären wir fertig hier. Und dann müssen wir den aber irgendwie erledigen. Da kommen wir nicht drum rum. Der muss fortgeschafft werden. Der böse, böse, böse Monsterviech-Dings. Ach, scheiße. Oh, oh doch. Ich dachte schon. Ich habe mich schon super geärgert. Super. Also, noch ein Stückchen von der Geschichte. Ach, und hier drüben haben wir auch noch nicht geguckt. Vielleicht ist hier auch noch was. Was haben wir denn da? Und dadurch komme ich hier irgendwie durch. Sekunde mal. Da. So. Hier ist doch eben was gewesen. Hier. Was ist das? Plakette des niedergebrannten Pfarrhauses. Unweit dieser Stelle verlor die Gemeinde 1901 das ursprüngliche Pfarrhaus St. Benedicts an die Flammen. Alles klar. So, jetzt haben wir aber alles eingesammelt, denke ich.
können wir ja hier runterhopsen und dann gehen wir jetzt wieder rüber und dann muss ich mich mal ein bisschen bemühen. Oder wir versuchen erstmal einen anderen Weg. Ich meine, wir sind ein Geist, hallo, es muss ja wohl möglich sein, da irgendwie dran vorbeizukommen. Hey, ich drücke mal. Nein, warte auf mich. Oh, geschafft. Der ist ja schon schnell unterwegs, ne? Da muss ich mich ranhalten, dass ich hier in den Reihen fahren kann. So, gut. Schauen wir erstmal hier draußen kurz. Vielleicht kann man hier ja noch was reißen. Beziehungsweise vielleicht gibt es hier ja auch irgendwas zum Einsammeln. Da oben ist auf jeden Fall ein gruseliger Junge. Hier sind Versteckorte. Ich versuche mal... Ach, verflixt. Hä? Beobachten? Hä? What? Hilfe! Was? Ach, Tatzen einer Katze. Aber ich komme hier nicht hoch, weil ich nicht lebendig bin. Voll deprimierend. Aber gut, dass ich die gefunden habe. Vielleicht sind die wichtig. Oder auch nicht. Ich komme da ja so oder so nicht hoch. Haltchen mal. Oh, da ist ganz böse. Da komme ich wohl nicht rein. Ich guck mal kurz. Da hinten ist der. Haben wir hier noch was nicht eingesammelt, was man einsammeln kann? Da hinten. Das ist noch ein Teil der Gruselgeschichte. Cool. Na? So. Wie viele fehlen uns noch? Noch 4. Ich weiß nicht, Angie. Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht mir Sorgen. Er ist klasse, aber sie hat mit seiner Mutter recht. Es ist so leicht, nett zu sein. Wieso kann das nicht jeder? Ja, das frage ich mich auch immer. Es ist wirklich echt nicht so schwer, nett zu sein. Ich frage mich, warum manche da so Probleme mit haben. Ah, ach so, das ist ja nur dieses Poltergeist. Okay, das macht auch irgendwie, also keiner wird darauf aufmerksam oder so. Von daher, was war hier gewesen? Ach, hä? Wo sind wir gerade? Okay, da ist dieses Viech. Alles klar. Ich warte mal, bis er sich umgedreht hat. Und dann versuche ich nochmal ihn zu erledigen. Ich glaube, er muss sich drücken, ne? Ich bin halt einfach nicht die Schnellste. Aber wieso ist das überhaupt nötig? Warum müssen wir den unbedingt erledigen? Ich weiß es nicht. Aber ich fühle mich auch sicherer, wenn er erledigt ist, ganz ehrlich. Okay. Nein! Wieso hat denn das nicht geklappt? Das ist gemein! Okay. Wow, schlecht. Nein! Verflixt und zugenäht. Das war doch, dass ich mich von hinten anschleichen soll, oder? Wieso klappt denn das in letzter Zeit nicht mehr? Was mache ich denn falsch? Verstehe ich nicht. Hat mich sofort bemerkt, ne? Und hier komme ich nicht lang. Ich müsste da nach oben, aber da komme ich nicht lang. Oh, Sekunde mal. Das hier werde ich erstmal noch aufdecken. Huch, das wollte ich gar nicht. Enthüllen. Und einsammeln. Super, noch 3 mehr. Oh. Ich bin da reingelaufen. Das wusste ich gar nicht. Das ist mir ja noch nie passiert, dass ich in das Zeug reingelaufen bin. Okay, ich hatte so ungefähr 1/1000 Sekunde Zeit, um A und irgendeinen Knopf zu drücken. Ich habe es nicht mal so schnell gesehen. Finde die Katze. Ja, Leute, ich würde die Katze ja finden, aber ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ich komme hier ja nirgendwo hoch. Also, oder ich mache was falsch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ein bisschen komisch, finde ich, ist das schon, ne? Weil eigentlich müsste ich doch hier irgendwo entlang kommen. Weil, ich meine, es ist ja kein großer Unterschied, ob ich den nun erledige oder nicht. Also dieses Monster. Ich bin ein bisschen verwirrt. Gucken wir nochmal, wo der gerade ist. Da hinten. Ich werde mich nochmal von der anderen Seite nähern. Ach ja, hier war das. Ach Mensch! Ich bin so doof. Wir müssen den bestimmt wirklich nicht erledigen. Huch! Benutze WASD und halte, um zu rennen.
Auf einige Vorsprünge kann man springen. Cool. Spinn die Katze. Das ist das Geilste ever. Geh auf den Dachboden. Oh, das ist wieder... Ah, so, das ist was Neues. Cool. Oh, hier komme ich nicht durch. Ach so, ich bin ja jetzt auch, ja, körperlich, sagen wir mal. Aber seht ihr, das hier zum Beispiel ist dann wieder... Oh. Miau. Oh. Aber wie springe ich denn? Nee. Ich will die Katze bleiben. Das ist viel cooler. Vielleicht macht sie das automatisch, wenn es nötig ist. Ich habe keine Ahnung. Ah, einfach drauf zulaufen. Oh mein Gott, das ist ja so cool. Bestes Spiel ever. Ich gehe schnell rein. Hehe. Hier bin ich also nun. Wahrscheinlich da lang. Oh Mann, Mädel. Rüber! Ach je. Ich möchte ja nicht dringlich sein, aber nennen Sie das einen Tafelaufsatz. Aber... Leid, auf dem Antragsformular stand nur... Ich kann mich nicht bewegen. Nichts Genaueres. Sehen Sie sich Flix. Das an. Sehen Sie doch, das nennen Sie puritanisch. Da ist Plastik drin. Glauben Sie, es gab Plastik, als die Puritaner damals an Land... Versteck mich mal hier unterm Tisch. Ich hätte nicht gedacht, aber die Tür ist zu, ne? Wo geht's hier lang? Miau! Nein, Sie haben offensichtlich. Ich schau mich mal kurz um. Puritanisch bedeutet da nicht. Da oben müssen wir hoch. Schnell! Schnell! Ich hab Angst! Juhu! Cool! Das ist super. Oh, halt. Hm, wo müssen wir wohl lang? Ich gucke mal. Hm, hier wohl nicht? Ich bin die coolste Katze ever. Das ist ja mal genial. Das Spiel finde ich echt super. So, haben wir hier irgendwelche bösen Viecher? Scheinbar nicht. Dann springe ich einfach mal runter. Ach, jetzt... Ah, jetzt sind wir hier. Super. Halt mal. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Sieht aber nicht so aus. Hier scheint nichts zum Aufdecken zu sein. Dann können wir ja jetzt hier hoch. Hey, wieso ist denn der da plötzlich da? Keine Ahnung. Ich laufe hier jedenfalls weiter. So... Oha, Vorsicht. So, und hoch da. Und was? Oh, wow, ich bin die Spider-Katze. Yay. Oha. Mann, das muss ja anstrengend gewesen sein. Miau. Oder gehe ich... oder muss ich hier weiter hoch, oder was? Okay, Sekunde. Ach, da, über den Ast. Mein Gott, der war so dünn, dass ich den nicht für voll genommen habe. So. Und nun? Kann ich da hin? Ja, ich glaube, ich muss da lang. Ich glaube, es wäre auch gar nicht anders gegangen. Ich habe einfach nach vorne gedrückt und sie ist automatisch da lang gelaufen. So, und da hoch. Und nun da entlang, nehme ich mal an. Und hier wieder Spider-Katze, Spider-Katze. Sie tut das, was eine Spider-Katze so tut. Und rein hier. Nie wieder nähere ich mich diesem blöden Zeug. So, wir sind auf dem Dachboden. Darf ich jetzt eine Katze bleiben für immer? Bitte! Katzenleben ist viel cooler. Komm ich hier hoch? Nee, wahrscheinlich muss ich mich jetzt... Ja, okay. Na gut. Schade. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Gute Frage. Auf jeden Fall erstmal Besitz ergreifen. Beeinflussen? Ah, okay. Fotos der Zeugin, mögliches Ziel. Der suchende Mörder. Baxter sucht das Mädchen. Gepackter Koffer, Anzeichen eines Kampfes. Nicht zu erkennende Fotos. Ich gucke mich erst noch einmal kurz um. Vielleicht finde ich noch was, womit wir sie beeinflussen können. Sieht aber gerade nicht so gut aus. Also muss ich wohl was davon benutzen, was ich habe. Hier kommt man noch durch. Da ist noch... Ah, ein Teil von dem... Oh, eins noch. Oh, das wäre cool, wenn wir das noch kriegen, dass wir das vervollständigt haben. Hoffentlich haben wir es nicht verpasst. Oh, was hier hinten? Da ist noch eine Familie. Gruselig. Komm schon, noch das letzte Stückchen von der Geschichte. Oh, hier kommen wir nicht durch. Schade.
Hier scheint leider nichts zu sein. Keine Geschichtenstückchen. Na gut, dann müssen wir was von dem benutzen, was wir haben, um ihr auf die Sprünge zu helfen. Und da kommen wir ja. Ich guck noch mal kurz. Uah, böses, gruseliges Zeug. Ich geh wieder rüber. Also, meine Liebe, dann müssen wir mal ein bisschen miteinander reden. Und ich gebe dir mal Anzeichen eines Kampfes. Wie wär's denn, wenn sie mal an den Mörder sich erinnert? Ja, geil. Aus meinem Kopf! Verdammt! Wenn du nochmal von mir Besitz ergreifst, dann... Oh, du hast kein Recht, deine ungeklärten Sachen bei Warte mir abzuladen. Warte mal, ich jage meinen Mörder, okay? Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn... Sekunde mal. Du kannst mich sehen und hören? Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich hab grad die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Cops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein Privileg, sondern eine Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Ja, ja, schon klar. Du bist tough. Okay. Aber du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist hinter dir her oder jemandem aus deinem Umfeld. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten. Hör mal. Es tut mir leid. Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? Ich will antworten. Fragen. Ich wurde ermordet, als ich diesem Hurensohn zu deiner Wohnung folgte. Also warum würde er nach dir suchen wollen? Dieser Irre hat wahrscheinlich meine Mom gesucht. Und nicht mich. Ich bin ein Niemand. Unsichtbar. Meine Mom und ich haben uns bemüht, damit das so bleibt. Nicht jeder will bemerkt werden, weißt du? Hat deine Mom gesucht? Was soll das heißen? Sie ist wie ich. Aber sie hat es trotz ihrer Gabe geschafft, ein anständiges Leben zu führen. Das hat sie vermutlich zu einem Ziel gemacht. Wo ist deine Mom, Kleine? Vermutlich tot. Sie würde mich nie verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Nie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Doch der Glockenmörder hat was mit ihrem Verschwinden zu tun. Dass er heute Nacht aufgetaucht ist, beweist das. Okay. Wenn er sie umgebracht hat, warum sollte er in ihre Wohnung zurückkehren? Keine Ahnung. Ja, wäre eigentlich nicht so schlau. Das Schienstab zu nehmen hat noch nie geholfen. Das stimmt. Warum lebst du nicht dort? Wegen Leuten wie dir, die einen ständig um Hilfe bitten. Die versuchen, ein letztes Mal Kontakt mit geliebten Menschen aufzunehmen oder ein verrücktes Problem lösen wollen. Ich liebe meine Mom, aber ich kann nie lange an einem Ort bleiben, sonst finden mich Leute wie du zu leicht. Die Arme. Das muss echt ein ätzendes Leben sein. Ich aufwuchs. Ich weiß, es ist hart. Ausgerissene Zeugin. Okay, okay. Was hast du in deiner Wohnung gemacht? Ich wohne da, Sherlock. Oder tat es, was auch immer. Meine Mutter wird seit ein paar Tagen vermisst. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie verschwindet nie einfach. Nicht so. Was meinst du mit anständiges Leben? Anständiges Leben? Ja. Hey, du kennst sie vielleicht. Sie hat mit den Cops am Glockenmörderfall gearbeitet. Als angestelltes Medium. Als Profilerin. Sorry, Kleine.
Da klingelt bei mir nichts. Komisch, dass da nichts bei mir klingelt. Müsste ich sie nicht kennen, wenn ich am Glockenmörderfall dran bin? Das habe ich in der Wohnung gefunden. Erwähnt was über irgendein Buch zum Glockenmörder. Und es ist ihre Handschrift. Buch zum Glockenmörder. Wenn sie Profilerin war, ist das wohl das Buch, in dem sie ihre Notizen zum Fall hat. Sollte im Revier sein. Echt? War das jetzt verarschig gemeint oder ernst? Hast du meinen Mörder vor heute Nacht schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung, wer er ist? Ihr Cops habt so wenig Hinweise, dass ihr wahllos Leute fragt, ob sie wissen, wer der Mörder ist? Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Hilfe braucht. Ich frage keine Leute. Ich frage die Zeugin, deren Leben ich gerettet habe. Du bist allein nicht sicher. Jemand muss auf dich aufpassen. Wir Cops finden Vermisste. Ich habe dich gefunden und ich kann dir auch helfen, deine Mom zu finden. Dein Problem ist jetzt auch mein Problem. Keine Chance. Versteh mich nicht falsch. Du hast mein Leben gerettet und das kann ich nie wieder gut machen. Aber deine Probleme sind deine. Meine sind meine. Oh, sind das viele. Viel Glück. Wirst es brauchen. Viel Spaß im Jenseits. Warte mal! Geh noch nicht. Warte mal eine Sekunde, ja? Hör zu, es geht auch um deine Mutter. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Was kannst du schon ausrichten? Du bist tot. Ich komm klar. Lass mich in Ruhe! Lauter Schrei. Krass, sie hat irgendwelche Kräfte. Sie weiß noch mehr. Sie also noch mehr, abhauen. Ist schon gedacht. Es muss einen anderen Weg nach unten geben. Mit der Katze wieder, oder? Finde heraus, was die Zeugin weiß. Spüre die Zeugin auf. Ich darf die Zeugin nicht aus den Augen verlieren. Nur sie kann mir helfen, den Glockenmörder zu finden. Ich habe ja sogar schon die Katze miauen gehört. Verlasse den Dachboden. Okay, ich hoffe, das speichert jetzt mal ab. Auf jeden Fall. Machen wir hier jetzt einen kleinen Cut. Und dann verfolgen wir die Zeugin in der nächsten Folge von Murdered So Suspect. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.